Herzlich willkommen zu Canisius TV. Wir lesen in der Apostelgeschichte und beginnen mit dem Tagesgebet. Barmherziger Gott, gib, dass die Gnade, die wir in der Feier der österlichen Geheimnisse empfangen haben, durch alle Tage unseres Lebens fruchtbar bleibt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Wir sind im 5. Kapitel der Apostelgeschichte. Das ist gleichsam eine Art Fortsetzungsroman. Und heute schreibt der Lukas: In jenen Tagen führten der Tempelhauptmann und seine Leute die Apostel herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Der hohe Priester verhörte sie und sagte: Wir haben euch streng verboten, in diesen Namen zu lehren. Ihr aber habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus und die Apostel antworteten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und ermordet habt. Ihn hat Gott als Herrscher und Retter an seine rechte Seite erhoben, um Israel die Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken. Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der Heilige Geist, den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, gerieten sie in Zorn und beschlossen, sie zu töten. Liebe Zuhörerinnen und Zuschauer, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, so die Apostel. Trotz ihrer Fesseln. Aber was heißt das konkret, Gott mehr gehorchen? Nehmen wir zum Beispiel die Frage: Sollen wir als Kirche in diesen Corona-Zeiten darauf pochen, richtige Gottesdienste in unseren Kirchen zu feiern? Oder sollen wir uns dem allgemeinen Versammlungsgebot anschließen, wie es ja auch die Fußballfans und die Klassikfreunde mit den Konzerten tun müssen? Die Befürworter machen geltend, in der Stunde der Not, da dürfen die Kirchen, die Gläubigen, die Menschen nicht im Stich lassen. Wann, wenn nicht jetzt, ist der Beistand der Kirchen gefordert? Wer, wenn nicht die Kirchen, müssen den Menschen Nähe vermitteln? Wenn die Leute einkaufen dürfen und sich in Geschäften tummeln dürfen, warum sollten dann ausgerechnet die Kirchen leer bleiben? Wenn es sein muss, auch mit den entsprechenden Abstandsregeln. Ja, wenn das im Supermarkt funktioniert, wieso soll das nicht auch in der Kirche funktionieren? Wann, wenn nicht jetzt? Wenn jetzt was aufmachen muss, dann doch wohl die Kirche. Die Gegner sind auch nicht schlecht. Da besteht diese wunderbare, nicht mehr für möglich gehaltene Grundsolidarität der Menschen in diesem Land, vom schon zitierten Fußballfan angefangen bis hin zum Klassikliebhaber in der Elbharmonie in Hamburg. Die halten sich alle dran und haben uns mit dieser Solidarität vielleicht auch die ganz großen Corona-Opferzahlen erspart. Und dann sind es ausgerechnet die Kirchen,
die aus dieser Phalanx ausbrechen, die eine Extrawurst für sich beantragen haben möchten. Was ist, wenn das Schule macht und jede Einrichtung, jeder Verein hier eine Extrawurst haben möchte? Außerdem hat Corona bei der technisch eher rückständigen Kirche einen Innovationsschub ausgelöst. Da sind Dinge möglich geworden, wo man vorher gar nicht die Namen wusste. Gottesdienst-Streaming und Home-Church sind nur zwei überfällige und jetzt nachgeholte Lektionen davon. Die üblichen Messen und Zeremonien, die gibt's ja noch früh genug. So die anderen. Was heißt jetzt Gott mehr gehorchen als den Menschen? Ich sage heute wieder einmal, wir müssen zuerst und vor allem das tun, was die Apostelgeschichte auf fast jeder Seite gebetsmühlenartig wiederholt, auch heute wieder. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt und als Herrscher und Retter an seine rechte Seite erhoben, um uns Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken. Zeugen dieser Ereignisse sind wir, die Apostel, und der Heilige Geist, den Gott allen verliehen haben, die ihm gehorchen. Das ist die Zentralbotschaft, die wir zu verkünden haben und die letztlich unter die Leute muss. Ob in einer analogen Messe oder mit digitalen Medien, wann, wie und wo diese Botschaft am besten verkündet wird, das ist dann fast schon wieder sekundär. Manchmal denke ich mir, das mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus, das hast du jetzt schon so oft gesagt, irgendwann kommen die ersten Tomaten und die ersten Buhrufe auf mich zu. Aber der Lukas hat diese Apostelgeschichte geschrieben, nicht ich. Schon um diese Wurfgeschosse von ihm zu verhindern, bin ich natürlich tendenziell eher der Meinung für die Videos, die wir derzeit drehen, um mich von ihren Wurf- oder Wortgeschossen zu schützen, weil die mich dann nämlich nicht erreichen können. Vielleicht ist aber Corona auch für die Kirche Einladung und Anlass zu überlegen, nutzen wir überhaupt schon in ausreichendem Maß die Möglichkeiten der modernen Technik für die Verkündigung? Der heilige Paulus war zu seiner Zeit ein Vorkämpfer moderner Kommunikationsmedien. Ja, würde der heute leben, der würde also streamen und chatten, der würde mailen und simsen, was das Zeug hält. Ich persönlich habe bei aller technischer Unvollkommenheit, ja, meinerseits diese Videos aber auch deswegen liebgewonnen, weil ich so ein x-faches an Zuschauern, Zuschauerinnen erreiche wie in einer normalen Werktagsmesse. Aber Hand aufs Herz, ich freue mich auch, wenn die Beschränkungen aufgehoben werden auf die nächste richtige analoge Messe mit richtigen Menschen und mit richtigen Liedern. Und ganz besonders freue ich mich auf den Moment in der Messe, wo Sie mir antworten, wenn ich sage,
Geheimnis des Glaubens. Ich bitte, allmächtiger Gott, auch die, die entschlossen sind, deinen Willen zu erfüllen, tun sich oft schwer, weil sie nicht wissen, was genau dein Wille ist. Wir bitten dich, lass diese Corona-Krise nicht folgenlos an uns vorübergehen. Lass sie uns als Chance begreifen, die unsere Werte neu sortiert und unsere Prioritäten neu ordnet. Für unsere Kirche. Durch Corona haben wir erfahren, wie brüchig unsere ach so stabil geglaubte Welt doch ist. Lass uns im Brüchigen nach dem Stabilen Ausschau halten. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Anliegen. Für die Sterbenden, lass niemanden allein und einsam verenden. Ermögliche einen würdevollen Abschied von unseren Lieben. Lass uns stets nachdenken, Gott, und überlegen, was dein Wille jetzt in dieser Situation ist. Und gib uns die Kraft, ihn dann auch zu tun. Darum bitten wir durch den Auferstandenen, Christus, unseren Herrn. Amen. Jetzt noch unser Osterlied. Gestern hatten wir den Jesuiten und katholischen Dichter Friedrich Spee. Heute gibt's den großen evangelischen Paul Gerhardt, der so viele Lieder wie Geh aus mein Herz und suche Freud, nun danket alle Gott und so weiter gedichtet hat. Eines seiner Osterlieder trägt den Titel Nun freut euch hier und überall. Nun freut euch hier und überall, der Herr ist auferstanden. Im Tod bracht er den Tod zu Fall und macht die Hölle zu Schanden. Des Lebens Leben lebet noch, sein Arm hat aller Feinde Joch mit aller Macht zerbrochen. Die Morgenröte war noch nicht mit ihrem Licht vorhanden, und siehe, da war schon das Licht, das ewig leucht erstanden. Die Sonne war noch nicht erwacht, da wachte und ging auf voll Macht die unerschaffene Sonne. O Lebensfürst, o starker Held, von Gott vor Zeit versprochen, vor dir die Hölle niederfällt, da du ihr Tor zerbrochen. Du hast gesiegt und trägst zum Lohne ein allezeit unverwelkte Kron als Herr all deiner Feinde. Ich will von Sünden auferstehen, wie du vom Grab auferstehest. Ich will zum anderen Leben gehen, wie du zum Himmel gehest. Dieses Leben ist doch lauter Tod, drum komm und reiß aus aller Not uns in das rechte Leben. Und so segne dich und die Deinen, sie und die Ihren, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bis morgen.